Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit God of War Ragnarök. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, Freunde, wir machen weiter. Beim letzten Mal war es sehr traurig. Brook ist gestorben. Sindri ist am Ende. Man kann das verstehen. Wir werden wieder in die Rache getrieben, Wenn oder wir was? zurückkommen, Wir werden sehen. sehen. Wir ziehen wirklich in den Krieg. So weit ist es gekommen. Ja. Okay. Als wir wieder in Svartalfheim waren und nach Tere suchten. Das ist nicht, was ich wollte. Das war nicht das, was ich meinte. Nicht, wenn es bedeutete, Brock zu verlieren. Das wissen wir, Atreus. Das wissen wir. Ach, Freunde. Wir haben Sindri wirklich alles genommen. Nimm dir Worte, die in Trauer gesagt werden, nicht zu Herzen, Atreus. Ganz gleich, wie treffend sie sind. Ich weiß, dass wir zu Freya gehen sollten. Aber es würde mir nichts ausmachen, hier in Midgard zu bleiben. Zumindest eine Weile. Ja, ein paar letzte Abenteuer, um uns von, naja, so ziemlich allem abzulenken. Ein paar letzte Abenteuer, heißt es, dass es dann Schluss ist, oder was? Ach ja, Freunde, lasst gerne mal ein Like da für das Video, würde mich sehr freuen. Und auch gerne das Gewinnspiel abchecken. Ich würde aber sagen, wir hauen ab, ey. Zurück jetzt. Ab nach Freya. Oder zurück zu Freya, besser gesagt. Überhaupt, ob Freya noch im Haus ist? Wieso sollte sie nicht? Odins Hintertürchen war auch sein Fluchtweg. Ohne den verflixten Raben, der wohl in der Besenkammer hauste, sollte das Haus sicher sein. Und für ihre Rache kann sie Verbündete brauchen. Ja, es ist jetzt unser aller Rache. Und kein falscher Tyr kann uns mehr beeinflussen. Oh, wie er Tyrs Streben nach Frieden verhöhnt hat. Und meins. Aber das heißt ja auch wiederum, dass der echte Tyr tot ist oder dass er woanders versteckt wird. Vielleicht wird er doch noch irgendwo ganz anders gefangen gehalten. Kann das vielleicht nur sein? So, warte mal. Können wir eigentlich hier irgendwie noch was aufleveln? Ja. Hier habe ich schon alles? Hier habe ich schon alles. Hier fehlt immer noch eine Stufe. Bei ihm haben wir alles. Rüstungen, Waffen. Haben wir ja eigentlich alles, ne? Das haben wir eigentlich alles bei Atreus vielleicht nochmal irgendwas wechseln. Warte mal. Beschwörung vielleicht nochmal was anderes nehmen. Das Eichhörnchen da raus. Den Wolf habe ich gar nicht aufgewertet. Stimmt, jetzt machen wir das aber. Bogenfähigkeit. Habe ich auch nicht aufgelevelt. Warum habe ich das nicht aufgelevelt? Scheiße, okay, egal. So, Bogen selbst. Ja, okay, alles klar. Ja, mit den Nebenmissionen müssen wir schauen, wie wir es machen. Ich weiß ja nicht, ob hier jetzt wirklich das endgültige Ende ist. Normalerweise machen ja Spiele so, ey, jetzt bricht das letzte Kapitel an. Wenn du Bock hast, noch vorher was zu machen, dann mach das jetzt. Ansonsten kannst du es danach machen, so mäßig, weißt du? Ich denke mal, diesen Punkt wird es hier auch geben, ne? Du bist's. Bist du dabei? Gut, es ist Zeit. Mit Verlaub, Zeit für was? Zeit, alle Welten gegen Odin zu vereinen. Ein für alle Mal. Tyr wollte die Welten vereinen. Der echte Tyr. Alle liebten ihn.
Und selbst er scheiterte. Dann sollten wir nicht scheitern, sonst werden wir die Letzten gewesen sein. Dies ist Ragnarök. Und Odin kennt bereits jeden verdammten Plan, den wir haben. Ja, uns fehlt das Überraschungsmoment. Außerdem haben wir nur einen Weg nach Asgard und er ist nicht subtil. Gjallarhorn. Das heißt, wir kommen von Tyrs Tempel, hier. Asgards Mauer ist hier. Odins Schar an Einherja wird den Zwischenraum verteidigen. Was heißt, dass wir Armeen brauchen? So viele, wie sich mit uns erheben. Und zwar mehr, als Odin erwartet. Damit gelangen wir vor die Mauer. Um sie zu durchbrechen, benötigen wir Sutr. Ratatoskr gab uns inzwischen dies. Wir drei werden gehen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Vorzüglich. Verbündete. Wen haben wir denn zur Wahl? Ich reise nach Helheim und versuche es mit der Armee der Toten. Und ich gehe nach Alfheim und vereine die Alben. Einfach so. Die Alben vereinen. Nach Jahrhunderten des Kriegs. Naja, bin sehr beliebt in Alfheim. Und du? Nach Vanaheim? Ja. Ich hole Sigrun und sammle die freien Walküren. Midgard hat keine Armee. Auch nicht Niflheim und Jötunheim. Dann bleibt nur noch Svartalfheim. Ich gehe nach Svartalfheim. Sindri, bist du sicher? Ich sagte, ich gehe. So sei es. Viel Glück uns allen. Oh nee, ey, Sindri. Auf nach Muspelheim, den letzten Feuerriesen suchen. Da beneide ich ja fast die anderen um ihre unmöglichen Missionen. Sindri hat das Schwert für sich geschmiedet. Oh Gott, nicht, dass der auch noch stirbt. Ja, mit dieser Svartalfheim-Schlacke. Ich kann was draus machen. Hallo. Ich wollte nur, dass ihr wisst, falls ihr irgendetwas braucht, dann bin ich da. Entweder hier oder in Brocks und Sindris alten Läden. Ich weiß, wir fühlen uns heute alle ziemlich zerrissen. Aber ich brauche die Beschäftigung. Ja, ich glaube, ich kann ja sowieso nichts machen. Ne? Nee, wir haben immer noch nichts. Warte mal, habe ich noch meinen Stein eigentlich? Mein Auferstehungsstein? Ja. Mann, ey, ich würde gerne. Es fehlt ja eigentlich auch nur noch einer hier für den Baum, ey. Nur noch ein Rissfeld? Berserker ein paar? Ich muss mal ganz kurz gucken, warte mal. Lass mal ganz kurz gemeinsam gucken. Hier fehlt nichts. Hier nichts. Achso, ja, jetzt sieht man erst, was fehlt. Ein Draugerloch, ein Grabstein. Zwei Raben. Zwei Grabsteine. Zwei Rahmen. Ein Grabstein, da gehen wir jetzt hin. Ja, wissen wir ja schon, wo der ist. Jetzt wissen wir auch, wie wir da hinkommen mit ihm. Muspelheim, zwei Rahmen. Muspelheim, zwei Rahmen? Okay. Midgard fehlt auch noch ein Berserker-Grabstein. Keine Ahnung, wo der ist. Ja. Svartalfheim fehlt noch ein Grabstein. Yggdrasil-Risse. Ist es das? Also diese normalen Yggdrasil-Risse, könnte das da sein, oder? Ich weiß gar nicht. Na gut. Die letzten... Achso, wir gehen nach Muspelheim, wir gehen noch gar nicht nach... scheiße. Ich dachte, wir gehen... okay, scheiße. Bin durcheinander gekommen mit den Namen. Scheiße. Ach, Mann, egal. Aber irgendwie müssen wir doch mit Kratos noch dahin kommen können. Du weißt, wo wir Sutr finden. Ja, ich saß in seinem Schrein, als ich mit Thor in Muspelheim war. Thor. Keine Sorge, er hat mich mitgekriegt. Das war nicht meine Sorge. Wenn wir Sutr finden, müssen wir ihn überzeugen, mit seiner Frau Shinmara zu vereinen. Vereinen? Ja, wenn sich die zwei,
verbinden, erschaffen sie ein riesiges, Asgard-zerstörendes Monster. Du liebe Zeit! Entschuldigung. Ich habe da Zweifel wegen der Verhandlungen mit Reichsvelgir in Helheim. Ich glaube, sie wäre eher gewillt, mit jemandem zu sprechen, der zu den Verstorbenen zählt. Mimir, du wirst gebraucht. Oh, der Tod ist jetzt eine Kompetenz? Die zwei werden schon kurz ohne mich zurechtkommen. Und, würdest du bitte? Also gut. Vielen Dank. Wir kommen dann wieder zu euch. Hey, ich glaube, ich sehe da hinten Tuchturs Schmiede. Ja. So, lass mal ganz kurz gucken. Hier fehlen zwei Raben. Ich denke mal, die werden hier irgendwo sein, oder? Meint ihr, die sind eher hier oder auch in der Nähe von der, vom Schmelztiegel? Sutters Frau. Wo ist sie? In Nibelheim, glaube ich. Euka! Vielleicht die Schmiede sehen. Ah, vielleicht. Achtung! Euka! Ob sie ihre Prophezeiung sahen und dann getrennte Wege gingen, um dagegen anzukämpfen? Verständlich. Hoffentlich verstehen Sie, warum jetzt Zeit für Ragnarök ist. Euka! Aha! Gut, dass wir die Raben nach Nibelheim zurückschicken. Sehr geil. Okay. 5 Stück fehlen nur noch. Dort, da drüben. So, hauen wir die erstmal zu Klump hier, ey, die Schweinegesichter. So. Hey, was trifft mich denn die ganze Zeit? Was hält mich da? Also so stark waren die jetzt auch nicht, oder? Ey, Junge. Da muss ich mir auch nochmal überlegen, ob das so gut ist, das einzusetzen, ne? Was fiebrig an dir? Sei vorsichtig! Meine Fresse, wirklich. Mein Gott! Die Schmiede könnte hinter dem Lavafall sein. Du kennst dich aus. Ich habe eine Vermutung. Mal habe ich mir eine gute Übersicht verschafft. Gut zu wissen. Aber wir waren ja dabei. Hörst du da irgendwas? Bist du das? Nee. Das wäre natürlich sehr stark, wenn ich den anderen Rahmen jetzt auch noch finden würde. Wie kommt man da eigentlich ran? Ich glaube, das letzte Mal, als wir... Ah, okay, ausgehen. Gut, hat schon erledigt. 180 Silber haben oder nicht. Ich habe ja doch nicht mal mehr 100, nicht mal 600.000 mehr. Ich bin am Arsch, ey. Insolvenz, Junge. Wir müssen auf Sutur gefasst sein, falls er uns nicht helfen will. Gefasst. Laut Prophezeiung vereint er sich mit Shinmara. Aber wer weiß, was die beiden davon halten. Du würdest versuchen, diese urzeitlichen Geschöpfe zu etwas zu zwingen?
Naja, ich weiß nicht. Ohne sie gewinnen wir diesen Krieg nicht, oder? Ja, dann ist die einzige Option zwingen. Wir müssen nah sein. Ich kann die Schmiede hören. Zwingen zum Bumsen, ne? Okay. Kann das klappen? Okay, das muss genau da dran, okay. Let's go. Ja, na bitte. Wo ist der letzte? Ah, okay. Nice. Sehr cool. Der dritte, glaube ich, oder? Nee, der vierte schon. Sehr gut, sehr gut. Da vorne. Sei bereit. Phantom! Alles klar, Roer. Das ist in Flammen, aber das wusste ich wahrscheinlich. Ja, das wusste ich. Wo sind seine Dinger denn? Greif an, wenn es leuchtet! Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Los. Nein. An, wenn es leuchtet. Ich weiß nicht, wo die letzte ist. Ich hab's noch nicht gesehen. Wo ist die letzte Stelle, die man kaputt machen muss? Eine seiner Ruhenquellen muss versteckt sein. Sollen sie den Schwachsinn die Quellen ausschalten? Gute Arbeit. Ich bin völlig verschwitzt. Suchen wir Sota. Schwerer Runenangriff. Nee. Oh, könnte der andere Rabe sein. Durch das kaputte Tor. Wir müssen nah sein. Das muss er sein. Wir fragen ihn. Oh shit, Junge. Wie krass sieht das denn aus? Aber ich würde sagen. Was ist das denn für ein Ding? Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal hier nochmal weiter. Ne? Ja, wir hören hier erstmal auf. Wir werden sehen. Beim nächsten Mal, Freunde. Seid am Start, danke fürs Zusehen. Ja.
mega spannend, mega traurig mit Sindri immer noch. Wir hören uns. Haut rein.